So, ihr Lieben, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Und ich muss mich schon ein bisschen beeilen. Wir haben schon fast wieder dunkel. Mal wieder hier an der Sura unterwegs. Heute allerdings auf der Suche nach Z-Fischen. So, brettern wir mal eben rüber hier. Zack. Und kommen so langsam auf dem Spot. 72 irgendwas, da sind wir hier. So, hier schön unter Palmalden. Und dann rüsten wir uns erstmal hier aus. Alter, ihr seht, ich bin hier völlig blank und ahnungslos. Und teste bloß einen, ja, einen Zuruf, würden wir es mal nennen, aus dem Discord. Da hatte der Devilus gesagt, Alter, geh mal und teste mal und probier mal. Und das machen wir jetzt auch. Ich bleib mal hier ein bisschen größer noch unterwegs vom Set. Ah, eigentlich nicht. Ich bleib genau wie sonst auch immer relativ zart. Gehen wir auf die 4 Kilo. Genau. 4 Kilo Fluorocarbon. Vorfach brauchen wir dann nicht. Wir brauchen ein Grundblei. Kann ich 50 Gramm hier? Ich glaube, das ist schon zu viel für die Winkelpicker. Ja, also müssen wir auf 40 Gramm gehen. Habe ich irgendwas, was ein bisschen besser auf dem Boden kleben bleibt? Nee, leider nicht. 20, 60, 20, 20 Gramm. Also 40 Gramm, Vorfach lassen wir weg. Wir gehen auf Zerte. Das heißt, ich teste erstmal hier 12er Haken, aber auch noch etwas andere. Und es soll die Alge sein. Alge, ein relativ seltener Köder natürlich, mit dem Netz zu fangen, Richtung Norden hier auswerfen. Zack, raus damit, 30 Meter Bremse locker einstellen und next. Ich bin sehr gespannt, ob da was funktioniert, ob das geht. Mir fehlt der Fisch immer noch. Ist es richtig? Habe ich hier von Zerte gesprochen? Zope, Alter. Bei den ganzen Z-Fischen komme ich hier schon völlig durch. Z-Fische, Zope. So, ne? Für alle, die sich gerade schon gewundert haben. Alter, was will der was will der hier angeln? An der Sura? Das Ding wächst hier doch gar nicht, Alter. Zope. Auf Alge. Damit einverstanden? Passt das? Ja, ne? Ich klippe hier mal wieder schön rein, Alter, auf 30 Meter. So, gib ihm. Zack, Richtung Norden hier ausgeworfen. Lüppt der Lachs. Halt die Bremse wieder runter. So, schee. Und hier muss man natürlich auch drauf achten. Das hatten wir in den letzten Videos schon gesehen. Das Gewässer hat wahnsinnige Strömung. So. Hier auch. Jawohl. So. Dann machen wir hier nochmal einen dran. Halt. Ändern wieder auf die klassischen Montagen. Inline-Montage oder Schlaufen-Montage. Je nachdem, was ihr da gerade geskillt habt. Ich habe ja seit langem die Inline geskillt. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch wieder Schlaufe skillen. Aber zurzeit ist es halt noch auf Inline alles. Und es funktioniert auch. 12er Haken ist klassisch. Und ich bin natürlich geneigt, hier auch mal was anderes dran zu hauen. Gucken wir vielleicht mal eben in die Rekorde rein. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Wöchentliche Rekorde in Deutschland. Gibt es da was zu sehen? Die Zope an der Sura. Okay, das ist sehr eindeutig. Zope an der Sura bis zu einem Kilo. Wahnsinn. Petri euch allen. Wahnsinn. Geile Brocken habt ihr rausgezogen. Das wäre natürlich was. Also ich bleib dabei. Hau hier die Alge drauf. Auf 30 Meter. 30 Meter geklippt das Ganze. Und da vorne links hier zuppelt es auch schon langsam los. Guck mal da. Und die andere zuppelt auch schon los. Zack. Raus damit. Welcher Fisch geht hier noch auf Alge?
Ich glaube, das ist ein Fisch, den will keiner auf seinem Zopen-Setup haben. Theoretisch könnte hier auf Alge auch der, naja, vielleicht sogar der Wildlachs könnte gehen. Wildlachs, sag ich schon. Der Wildkarpfen. Silberkarpfen kann aber auch gehen hier. Also es gibt schon ein paar Fische, die da theoretisch drauf gehen. Wahrscheinlich aber nicht bei so einem kleinen Köder. Guck mal hier links, die zieht hier richtig rüber. Kleine Zope, die erste ist da. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kleiner, kleiner Wermutstropfen natürlich. Ich werde auch gleich schön was trinken und nachtanken. Ich muss zusehen, dass ich hier Algen cache, ne? Wir müssen hier am Laufen bleiben. Das heißt, verdammte Brasse. Auf so einen teuren Köder. Das heißt, wir müssen echt gucken. Immer schön die Köder nachziehen. Oder halt, wenn ihr genug Kohle habt, einfach mal kaufen hier so ein bisschen. Die Goldköder. Die Alge. Zack, next. Zope 315. Schönes Gerät, ey. Na, das kann sich doch sehen lassen. Und weiter geht's. Also, das sieht gut aus und tatsächlich auch in der Nacht. Das ist ja für mich schon mal das Wichtigste. Das heißt, man kann hier durchziehen. Das sieht doch schon gut aus. Guck mal, eine Nase. Nasen können hier auch drauf gehen. Sehr gut. Nasen gehen auch manchmal auf einen fetten Tauwurm. So, aber Frequenz ist schon vorhanden. Und das ist schon mal das Wichtigste für so einen Spot hier, wenn es um die Z-Fische geht. Ich teste noch ein bisschen, ich probiere noch ein bisschen aus. Und dann gucken wir gleich mal rein, ob wir hier noch ein paar dicke, fette Zopen rangelandet bekommen. Bis gleich. Oh, hau, hau, hau. Da müssen wir aber mal. Oh, hau, hau, hau. Was ist denn das, Alter? Ich meine, ich hatte ja gerade schon einen kleinen Schuppi hier tatsächlich dran. Alter. Alter, der hört gar nicht auf. Mach mal keinen Scheiß. Aber dreht schon nicht mehr so ganz. Den kriegen wir schon. Ui, ey. Alter, oh, 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 oh. Wir kurbeln mehr, als es durchdreht. Das ist schon mal gut. Aber hart am Limit hier. Ganz hart am Limit. So, Bremse runter. Nee, Alter, was haben wir denn hier Fettes? OMG! Seriously? Dein Ernst, Alter? 1,9er Trophy-Giebel hier auf Alge. Mensch, so einen dicken habe ich aber schon lange nicht mehr gefangen hier, ey. Och, nee, da. Was ein Brocken. Ja, schnell die Bremse wieder runter. Nen oller dicker, fetter Giebel, Alden. Unnormal. Ja, da kann er aber mal sehen lassen, ne? Ist jetzt vielleicht nicht ganz die Zope, aber immerhin auch ein schöner silberner Fisch. So, jetzt aber wieder auf Zope, Alter. Und der nächste schöne Brocken. Ja, jetzt nach dem dicken, fetten Giebel, nach der Trophy, hat es jetzt ein wenig gedauert, aber das sieht auch schon wieder gut aus. Alter, 6,99er Zope. Das sind die Zopen. So sollen sie aussehen. Und ich finde, die sind immer so geil, Alter. Wie so Lackschuhe. So schön weiß, schwarz-weiß sind die. Alter, das satte Schwarz, das glänzende, Alter. Mega edler Fisch. Ich freue mich immer darauf, Alden. Richtig schön, ey. Geiles Ding. Und leider hatte ich das Teil halt immer noch nicht als Trophy. Und deswegen hoffe ich ja so sehr, hier vielleicht jetzt die Chance zu haben. Auf die olle Alge. Und apropos Alge,
Ich muss schon wieder buddeln, Alter. Schnell nochmal ein Nachbuddeln hier mit dem Körbchen. So. Und ha! Da haben wir die Alge wieder dabei. Zwei Stück. Heißt wieder zweimal erhöhte Chance auf die nächste Zotentrophy. Direkt mal was hinterher trinken. Und weitermachen. Es bimmelt die Alter auch schon auf allen dreien. Das hat regelrecht reingeschossen hier. Das sieht auch gut aus. Es war jetzt gerade nach der Trophy, wie gesagt, ein bisschen Flaute. Knapp 5 Minuten war gerade nichts. Und jetzt seht ihr selbst, nahtloser Übergang hier dann doch wieder in die Action. Mal wieder eine olle kleine Brasse. Ah, da hätte ich ein bisschen weiter werfen können. 30 Meter mit den kleinen Winkelpickerrouten. Da muss ich dann doch Max auswerfen mit 40 Gramm Bleien hier. Gucken wir mal, ob das hier vorne dann auch noch geht. Wieder. Oje, die wollen wir aber nicht hier zu viel haben. Zu viele Brassen an dem Spot. Oha. Die kosten immer nur Köder. Das braucht man wirklich nicht. Ja, 4 Uhr morgens. Perfekt. Sonnenaufgang hier. Unter den Palmen. So muss das. Und auch das Viech hier. Na? Na? Auch wieder so eine olle Brasse. Bah, Alter. Die will man ja gar nicht haben, ne? Bah. So. Ich hoffe, da geht gleich nochmal ein bisschen was Schwarz-Weißes rein. Und nicht nur die ollen schleimigen Brassen, ey. Bis gleich. Da zuppelt doch und da zuppelt nicht, da ballert sogar direkt rein. Na, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen anders ausgeworfen. Und zwar etwas mehr so in Richtung Anleger. Gerade waren die Würfe alle so in Richtung der Bäume hier. Jetzt doch mal ein bisschen weiter hoch hier in Richtung des Anlegers. Gucken wir mal, was da reingeht. Und zack, da geht eine 500er Zope mit rein. Also, ich werfe wieder da oben hin. Ich meine, wenn die so ein bisschen weiter runter sinken, das können sie ja gerne machen. Aber dann bitte schön mit der Zope dran. Ah, wieder die Alge. Sehr schön. Das freut mich ja schon ein bisschen, ne? So, auch das Ding werfe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen weiter hoch. Die sind jetzt alle mittlerweile hier so in dem Bereich gelandet. Und jetzt will ich aber eher hier oben in dem Bereich landen. Wenn man da halt merkt, dass da mehr geht, sofort ändern. Also so ein bisschen diesen Bereich hier ausprobieren, abfischen. Eigeninitiative auch zeigen und gucken, was man daraus machen kann. Guck mal, der ist sogar sehr jetzt in Richtung des Bootsverleihers hochgegangen. Dehnt sich auch nochmal rein. Das war übrigens die Route und da ging die ganze Zeit gar nichts. Das war die Route, die ich nicht komplett ausgeworfen habe. Das waren jetzt nicht die ganzen 30 Meter, sondern schätzungsweise ja so 20 bis Mitte 20. Ich denke nicht, dass ich da in dieser tiefen Stelle gelandet bin. Und auch hier werfe ich jetzt natürlich nochmal satt raus. Zack. Und das sieht ganz gut aus. Jawohl. So. Gucken wir mal, ob da jetzt ein bisschen mehr geht. Auch nochmal hier. Eher so in diese Richtung. Kann man so anpeilen von der Map. Ja, so ungefähr passt das doch. Genau. Also, jetzt eher hier in diesem Bereich. Vorher war ich hier, wo die Bäume sind. Eher so in diesem Bereich. Gucken wir mal, ob das einen Unterschied macht. Und da bimmelt es auch schon direkt los. Muss man gar nicht lange gucken. Wieder frisch ausgeworfen. Auch eine Sache, dass man, die man immer mal wieder machen kann, wenn da wirklich lange Zeit einfach gar nichts passiert. Über, ich sag mal, ingame-mäßig 3-4 Stunden. Und normalerweise ist Frequenz da drauf. Entweder die Schnur mal so ein bisschen rumzuppeln. Mit Y einfach ein bisschen einkurbeln. Mal ganz kurz. Zip, zip. Oder einfach komplett neu auswerfen. Kann schon mal helfen, nicht zwingend, aber wenn da so lange nichts geht, naja, vielleicht auch nur 2 von 3 nochmal komplett neu auswerfen, wenn man da ein besseres Gefühl bei hat. Aber manchmal, da ist das einfach so, da tut sich einfach nichts, ne? So, was haben wir denn hier? Da bimmelt jetzt schon wieder so zaghaft, gefährlich zaghaft. Nicht, dass das hier irgendwie, ne, da müsste jetzt aber dran sein. Ich wollte gerade sagen, Rotauge ist.
Normal haben die Zopen jetzt zuletzt schneller gebissen, was sie sehr sympathisch macht. Gucken wir mal, was sich da jetzt dran verirrt. Das ist doch auch zopelig, oder? Schöne Zope. 4,59. Sehr gut, ey. Weiter. Also, weiter da hoch. Mehr in Richtung von dem Anleger. Beziehungsweise, wenn nicht der Anleger, dann aber hier zumindest daneben. Zack, zack, das Bäumchen hier. Also in diesem Bereich oder in diese Richtung hier werfen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. So. Jetzt aber. Ich glaube, ich ziehe jetzt hier einfach nochmal durch die letzten paar Minuten. Und dann haben wir auch gleich wieder die halbe Stunde voll. Und dann gucken wir natürlich, was das so gebracht hat. So, angekommen hier. Zack, zack. Ratzfatz geht das. Gucken wir mal eben rein hier. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel hier im Kescher. Und das ist allerdings wahnsinnig viel. 150 Silberalden. Da wird man doch schon ein bisschen blass, oder? Für so ein paar Fischis 155 Silber. Ziehen wir mal die 11 Silber. Ziehen wir mal großzügig die 11 Silber von der Trophy ab. Sind wir doch trotzdem mit 144 Silber in 30 Minuten. Gehen wir nochmal eben auf die Fangzeit. 29 Minuten, also noch nicht mal ganz durchgezogen. Bei einem Wahnsinnspreis. Richtig fette Kohle. An der Sura auf relativ simple Montage, leichten Ködern und was nicht alles. Wenn dir das Video gefallen hat, kratsching aller, den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf YouTube im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags. Ich fahre jetzt hier weiter angeln. Petri miteinander.